Wir sind zurück in der Black Lodge in Hector in Folge 7. Der Fahrstuhl des Grauens, gerade hinter uns. Da oben saß aber wieder das kleine Mädchen, ne? Glaube ich. Ich glaube, das sah war das aus Mädchen. Wie so ein Gollum-Biest. Echt? Ich, irgend sowas, ich dachte, sowas. Das ist das. You once again, my boy. Or you have found me. My haven is yours to hide in. It is my turn. It is. But you must move quick. I'm trapped. Then find a better place I cannot see. Knight to B5. Chess is a game of seeing the whole board. Avoid your enemy and strike him when he least expects it. The castle is on the move. Rook to D5. Check. You're setting me up. And you talk when all should be quiet. Play. Ist immer der gleiche Raum, aber der hier nicht. Wenigstens nicht Raum 327. Warte, wie hieß der bei Shining? Das weiß ich nicht mehr. Shining kam sogar letztens wieder im Fernsehen. Aber so eine Sache kann ich mir immer nicht merken. Da gibt es ja auch die Shining Experience für die Rift. Nein! Ja. Ich hab's nicht, es ging nicht. Die ist noch nicht mal fertig. Das mache ich. Na dann. Die ist noch weit, also. Das, du fährst halt mit diesem Dreirad durch die Gänge. Wow. Und er lenkt nicht mal richtig und so, aber du kannst halt nicht um diese Kurve fahren, ohne ständig mit diesen Mädels zu rechnen. Also ich konnte es nicht. Oh, schau mal hier. Liest nicht mal einer vor. Don't trust what you see. This is the training. This is the brainwashing. This isn't real. Bisschen Stanley. Wow. Moment mal, das war aber eben gerade noch nicht da, oder? Nee. Das ist der Bursche aus mit dem Kopfschuss. Ja. Das ist bestimmt der sie geschützt hat. Ach guck mal, jetzt ist hier zu. Ne, da will aber einer raus. Der soll nochmal schön drin Scheiße, bleiben. Scheiße, da ist das Monster wieder. Ist das? Nee. Da war eben gerade das Geräusch vom Monster wieder. Ja. Ich gehe dann schon mal unter den Tisch. Jetzt ging das doch auf. Ist aber jemand ein bisschen selbstverliebt hier. Mhm. Oh, schau mal rechts. Da hat er schon seinen Kopfschuss. Oh, schau mal hier. Da hat er die Augen raus. Dorian Gray. Obwohl, ist das, vielleicht ist das gar kein Kopfschutz. Ein Kopfschutz? Kopfschuss. So, was ist hier? Das ist jetzt eine Gestalt. Ja, da geht einer. Da geht einer. Das ist der unterschossen Gewehr. Hat. Ja. Aber diesmal nicht. Hä? Was sieht der denn aus? Keine Ahnung, aber ich gehe lieber hier an der Seite lang. Das ist ja so wie so ein Atomforscher, oder? Ja. Das ist ja auch vielleicht irgendwie so eine komische Atom... Meinst du, das hat das mit was zu bedeuten? Das kann schon sein. Anlage. Irgendwie so Atombunker, kalter Krieg. Irgendwie als Wissenschaftler. Vielleicht sind das irgendwelche so Psychospiel, also Psychodrogen... Testgeschichten, dass sie irgendwelche Sachen mit den Gedanken der Menschen machen wollen. Ja, weißt kann du? Sein. Boah, da gibt es ja bestimmt so krasse Geschichten, was das CIA schon alles ausprobiert hat mit Leuten. Ich habe einmal so ein Video gesehen, wie sie LSD an Soldaten ausprobiert haben, um zu schauen, ob das ein chemischer Kampfstoff ist. Mhm. Die hatten die höchste Gaudi. Der hat gerade gesagt Yusuf, oder? Du hast gerade Yusuf genannt? Keine Ahnung. Was soll passieren, wenn der dich packt? Das werden wir erfahren, weil das geht ja nicht weiter. Scheiße. Oh, guck mal, der packt mich nicht, der reicht mir die Hand. Der gibt dir was. Was gibt dir der? Eine Pistole. Das ist die Pistole, die verschwunden ist. Musst du dich jetzt selbst richten oder so? Guck mal, jetzt ist der Fahrstuhl da. Das ist unheimlich. Aber gut. Ja, ja. Das ist echt gut.
Aber ich habe die Waffe jetzt nicht wieder. Meinst du, die haben sich... Da ist irgendwas mit Training. Meinst du, die haben, dass sich da tatsächlich eine ausgeklügelte Story dahinter verbirgt, oder ist das nur... Ich hab keinen Schimmer. Also Pseudo-Zeug und dann am Ende... Ich würde auf Pseudo-Zeug tippen, weil das immer Pseudo-Zeug ist. Ja, wobei es ist jetzt bisher gar nicht so unclever, also... Ich glaube, es ist doch mal einen hingesetzt, der ein bisschen eine Geschichte schreiben kann. Bin ja auf das Soma voll gespannt. Ich auch. Ich freue mich auf Status. Stasis, so. Und auf Adrift. Oh ja. Ach, guck mal. Ich konnte die Tür nicht aufmachen. Das ist wieder nur so, Nur ein Spalt, oder? Ein Spalt funktioniert. Nee, geht schon. Uah. Zweifel links. Right. Okay. Also ich hätte ihn da hindrehen müssen. Right. Habe ich doch gemacht. Pull lever right. Was sagt er? Das ist geil, das ist so Konditionierungszeug. Faster, faster, sagt er. Ah, okay. Bist du so ein Versuchskaninchen? Jetzt hast du deine Pillen bekommen. Ja. Das ist schön gehorcht. Ja. Das ist wie mit so einer Ratte, die sie trainieren. Das war ja auch das Bild von der Ratte. Stimmt. Mhm. Ja, vielleicht auch ganz cool. Nimm doch mal deine Pillen. Schön langsam wird es wohl gerade wieder ein bisschen schwabbelig alles. 25 Pillen, komm. Kannst du schon mal ordentlich dir einen reinpfeifen. Hau weg die Dinger. Nee, das ist nicht. Kurs Nummer 8. Left and right. Moving. Right. Das ist deine Parable. Ja. Das ist aber schon, ich glaube, wenn du halt echt auf den falschen chemischen Drogen, oder muss ja nicht immer nicht chemisch sein, wenn du so eine Art Film schiebst. Also so eine Optik ist ja vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann noch so eine Paranoia. Schau mal! Nee, ich schau da jetzt nicht. Nee, guck mal, da oben, die Decke. Ja. Ja, du bist halt so ein Labyrinth. Das ist halt ja, aber es bricht jetzt auseinander. Das war eben noch nicht. Eben war da noch eine Decke. Ja? Ja. Glaube ich zumindest. Standing Army. Das sind irgendwelche Militärexperimente, die hier machen. Den Leuten. Jetzt bist du aber hinter den Kulissen. Das würde auch voll passen zu dem Jahr. Ja, ja. Achso, das ist ja wann? 69? 69, diese eine Aufzeichnung. Das ist irgendein Militärscheiß. Ja, stell dir mal vor, sowas gab's wirklich. Also gibt's wahrscheinlich heute noch. Finanziert zum Steuerzahler, ne? Da bedankst du dich. Oh, cool. Also. Selbst wenn jetzt keine so große Story-Auflösung mehr kommt, finde ich es ganz stimmungsvoll gemacht.
Also man kann sich genug reindenken, was es wohl ist. Aber das Monster? Ja, das ist eine Halluzination. Das wird ja alles Halluzination zum Teil sein. He and I got to go on a trip upstairs today. The doctor gave the two of us a gun and I got to hold it. He said we were going to play a game. I like games. Upstairs, there was a man named Jackson. Jackson was it. The doctor said we had to go upstairs and use the gun on Jackson and then he wouldn't be it anymore. I was a little jealous of Jackson. I wanted to be it. Maybe next time. The doctor told me that I should try not to feel jealous about what other people have. He says that we all get what we are owed in the end. Maybe Jackson will play with me again when it's my turn to be it. Das ist so Gehirnwäsche, Konditionierung und irgendwie. Da werden Leute kaputt gemacht und dann wird ihnen quasi eingetrichtert, dass sie den schnappen sollen und dann auf irgendein Ziel abgerichtet oder so. Gibt's übrigens auch eine tolle MacGyver-Folge. Wo der Jack Dalton, hieß er, glaube ich, Gehirn gewaschen wird und dann soll er so einen Politiker umbringen. Mit so einem Trigger-Satz. Wow, schau mal. Hier waren wir schon mal. Ja? Nimm mal deine Pillen. Das ist aus dem ersten Bereich. Ich habe jetzt alle Pillen reingeschmissen, die ich hatte. Ist ja, das? Stimmt, das ist der Anfang. Oder mit der Anfang. Da ist wieder eine. Aber anleuchten hilft, ja. Aber du wirst halt schon sehr mürbe danach. Scheiße, in die Falle gelaufen. Ich glaube, man sollte die nicht anschauen. Oder so lange anleuchten, weil du wirst halt sofort bekloppt danach. Shit. Das triggert vielleicht den fiesen Wicht. I miss my old nurse. Wo ist das Doktor dran? She was incredibly fat. And so I wanted her to be fatter still. So I baked delicious tarts each week. Just to see the crumbs fall into all the rolls and cracks. I wondered how long they would stay there. Okay. Der hat auch Nischeninteressen. Ist ganz witzig, dass man das mehrmals drücken muss. Das Feuerzeug, es geht halt nicht beim ersten Mal. Aber immer wieder geht's zurück in den Garten, ne? Nicht runter. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass es eben nicht diese Stelle nicht geschafft, wenn du erwischt wirst. Mhm. Ja, dann mach's halt nochmal, sondern dass es quasi ganz normal ist, dass du erwischt wirst wohl, ja. Und dass es dann trotzdem nahtlos weitergeht. Ja. Oder zumindest spannend weitergeht irgendwie. Oh, aber ja. Was ist jetzt? Wie sieht's jetzt aus und so? Das ist echt ganz cool. Boah, da kommt er wieder. Also du kannst den durch Pillen nehmen. Ich glaub's ehrlich gesagt. Loswerden? Also ist wieder Ruhe, oder? The new subject has tested better than expected. He tolerates pain because he does not take care to notice how much we hurt him. Perhaps he died long ago, before he was ever truly reborn. Okay. Stop the water, start the fire. The man who's it now is at 1180 Washburn Hill. That's a long name to remember, but the doctor says we will say it every day during a routine, and soon it will be easy. Stop the water, start the fire. Up to the fourth floor we go, we get to ride the elevator. We get to ride it all the way up to the fourth floor. But the doctor says we only get to go for the elevator ride if we've stopped the water. Stop the water, start the fire. Die konditionieren das Kind, da einen Anschlag zu machen. Ich glaube nicht, dass es ein Kind ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es die gleiche ist wie vorher, nur dass sie jetzt halt schon viel kaputter ist und ja, jetzt stimmt. Halt quasi wieder auf einen viel, viel, viel schwächeren Geist zurück reduziert ist. Ja, das kann. Deswegen ist auch die Schrift so, dieses. Mhm. Ne?
Aber das mit dem Stop, also Sprinkleranlage ausmachen, Feuer zünden. Es ging ja sogar mit dem Feuer los, ja stimmt. Und Washburn Hill, das hat man schon gesehen, das war, wo wir erst dachten, dass da diese Praxis ist. Und der vierte Stock, oh, da ist er wieder. Der vierte Stock, das war vorher der einzige, der angezeigt wurde beim Aufzug. Stimmt. Bisschen wie bei, wie ist das, The Machinist? Den habe ich noch nicht gesehen, nicht zu erwarten. Hast du nicht gesehen? Nee. Den schaust du mal an. Ja. Der ist richtig cool. Bisschen konstruiert, aber ist wurscht. Und wie krass halt der Bale aussieht. Die Bilder habe ich gesehen gehabt. Also das mache ich ja voll gern, wenn so sich so Symbole wiederholen oder irgendwelche Dinge wiederholen und dann am Ende kommt halt dann raus, was das eigentlich war die ganze Zeit. Oh, wieder. Am Brennen. Ja, aber das tut dir nicht gut. Ja, aber ich kann ja Pillen schmeißen. Dann mach mal, bis der andere kommt. Jetzt kommt er nämlich gleich. Shit. Du hast doch die große Kollege. Ach guck mal, wir brauchen mehr. Wir brauchen noch eine andere Figur. Sicher? Ja, der hat gerade gesagt, we need more pieces if we wanna play. Da ist die Pistole. Oh, stimmt. Shit. Na gut. Ich glaube, wir machen hier mal ein Päuschen, bevor es uns wieder schnappt und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ciao. Ciao.